Moin zusammen und weiter geht's mit V-Rising. Und ich habe dem Grobian gerade auch schon die Nachtschrat-Ausrüstung gemacht. Eine Eisenkeule hat er bekommen und der bekommt den Dämmerungswächterring. Mal gucken, was für eine Kampfkraft er dann kommt. Die Rüstung trägt er schon und die Waffe. Da steht der Gute. Stufe 31, Stufe 43. Gar nicht mal so schlecht. So, dann gucken wir mal, wo wir ihn hinschicken, ne? Wird auf jeden Fall gerne... Ja, Friedhof, Grabstaub und sowas. Auswählen, Verletzungsgefahr, Erfolgschance, nur 20%. 399, nee, Erfolgschance 100%. Ja, auf geht's. Er holt Grabstaub, Trauerlilien, Knochen und so weiter. Wir klicken, um die Jagd abzubrechen. Möchtest du die Jagd wirklich abbrechen? Du erhältst keine Beute und deine Diener werden Zeit brauchen, sich zu erholen. Achso, nee, nee, okay. Ich dachte, man kann die vielleicht auch früher mal zurückholen. Und dann mit weniger Ertrag oder so. Ja, in der letzten Folge wollte ich Ungora die Spinnkönigin holen. Und auf dem Weg in den verfluchten Wald ist uns Wilfried der Werwolf-Häuptling entgegengelaufen. Beziehungsweise wir haben sein Dorf überfallen. Und dann machen wir es in dieser Folge. Ungora die Spinnkönigin. Jo, auf geht's. Vorgelesen habe ich den Text in der letzten Folge. Sonst einmal kurz Pause machen, selber lesen oder halt zurückspulen. In die letzte Folge und sich da nochmal anschauen, wie ich den Text vorgelesen habe. Genau, wir waren ja das letzte Mal hier hochgeritten und Dorf Doomgrave, da war der Vampir. Vampir sag ich schon, Vampir sind wir. War der Werwolfkönig. Wir müssen jetzt hier hin. Hier ist allerdings auch schon wieder ein antikes Dorf. Geistgarn, Spektralstaub, Schaupläne, Geistpilze, Eisenerz, Hexenhütte. Oha, ich guck mal, wohin ich muss. Schräg rechts. Verfluchter Wald. Jetzt. Wow, was war das denn da? Die mache ich platt und danach gehe ich angeln. Aha. So, die haben wir. Gott. Da ist irgendein Wolf oder sowas. Hoffentlich, ich werde jetzt hier nicht überfallen beim Angeln. Könnte böse ausgehen. Dienstmädchenhaube schon wieder. Das ist, glaube ich, schon die... Da geht doch jemand. Schon die dritte oder vierte Dienstmädchenhaube. Da war was. Nachtlauerer. Die Gegner sind auf jeden Fall doller, ja. Oh, 45%, den hole ich mir. Eispilze, okay. Ich habe auch ein neues Rezept für eine neue Rüstung. Da brauche ich dann den ganzen Kram für. Komm, lass mich durch. Wow. Oh, blöde Sau, ey. Ich fürchte fast,
Alter, schon wieder so einer? Nee, komm, jetzt reiten wir erstmal ein Stück. Ich fürchte fast, hier brauche ich eine größere Rüstung für einen Endboss. Auf jeden Fall weiter hier im Norden. Was ist das hier? Wow! Lauerhain! Leute, es ist gut. Hey, lass mal Pferd. So, den ersten haben wir. Wow, okay. Mach mal so einen Blutrosentrank ein hier. Die sind nicht ohne, die Gegner. Erlesenes Herz. Nimm die mal raus aus der Leiste, sonst fresse ich die noch versehentlich. Geistkristall, okay. Tag bricht an. Ist natürlich nicht so schön. Boah, Mist. Hau ab, Mann. Kaputt. Okay, wo ist mein Pferd? Da hinten. Maximal. Heil. Ja, ich glaube, ich sollte echt herkommen, wenn ich nichts bessere Rüstung habe. Aber ich glaube, dafür braucht ihr irgendwie Chitin oder sowas. Spinnenhöhle, Seitenraube, Schuppen. Ja, guck mal, da gehen wir rein. Ich kann ja mal gucken, wie weit ich komme. Ich glaube auch, da ist die Endboss-Spinne da. Spinnenhöhle. Oh ja. Krieg Giftschaden. Schuppen, Stapelbar. Cool. Was geröstet worden. Ich muss im Schatten von den Bäumen bleiben hier. Da ist eine Arbeiterin eingewebt. Mercy. Nee, von mir nicht. Seilenraupe. Ich werde erst noch mal ein bisschen hier vorne kämpfen.
Da sind noch ein paar Stunden Tag. Da steht schon wieder ein Avatar. Ich hab grad nach den Wachen gerufen. Hier nicht, mein Freund. Warum ist gar kein Schatten hier auf der Ecke? Da oben. Eisenerz. Oh, kommst du denn her, kleines Mistvieh? Sonne. Ich glaube, hier muss ich links rein, ne? Komme ich in die Höhle. Auf jeden Fall sehr cool gemacht hier, so grafisch mäßig. Sehr schön. Viecher. Wir hauen ganz schön rein, die kleinen Scheiße. Ach Mist. Also kleine Überraschungseier. Ne? Mal ist da ein Bauer drin, ja. Dann ist irgendwie ein paar Ressourcen drin oder halt auch so eine kleine Kackspinne. Also die hier. Instabile Spinne. Explodiert die oder was? Sache. Ob 90 ist. Gar nicht so viel. Obwohl, ich komme eigentlich relativ gut durch hier, ne? Ich versuch's mal. Kaum Gegner hier in der Höhle. Oh, was ist das denn da? Blutmutter. Oh, die spuckt noch so eine Kleinviecher aus, ey. Die Klingen sind so geil. Man ist einfach zu schnell für die Viecher. So macht das Spaß hier.
44% einmal auffüllen. Schön viel Kram einsammeln hier. Oh, eine Kiste. Ist es verschwunden. Toll. War wahrscheinlich kaputt gehauen worden, ist deswegen weg. So, Stein brauche ich hier nicht zwingend. Da ist nochmal so eine Puffmutter. Gibt es hier ganz schön viele. Okay, jetzt auf die Uhr. Da passt alles noch. Da ist sie. Ungora, die Spinnenkönigin. 3, 2, 1. Volle Energie. Mein Ring geht bald kaputt, beziehungsweise das Amulett. 237. Stufe 60. Alter, lass mich weg da. Seite. Oh, das, hä? Ach, wie geil, ich schieße sogar auf die Menschen, geil. Hälfte habe ich sie schon. Ja, wo bin ich, Mosse? Immer hinter dir. Und weg. Hab sie schon fast. Wow, ouch. Kaputt? Das war's schon. Und Gora, die Spinnkönigin, das war's. Noch irgendwie, oh, ich bin auf 85 runter, ne? Warte mal, ich heile mich mal eben. Die da oben kann ich dann gleich aussaugen. Ach geil, sie jagt die Menschen. Ach Mist, aussaugen war dann doch nicht. Aber den Bauern hier gleich. Grabstaub. Ach, sehr geil. Das brauche ich. Ja.
Ja, cool. Ich habe eigentlich noch genug. Pleader. So, da war noch eine Seidenraube. Ich glaube, dann habe ich auf der Seite alles. Da läuft noch einer. Hier unten auch. So, will ich noch was krabbeln? Doch, Tatsache, hier. Nee, auf U war das, ne? So, die Spinnenkönigin, was haben wir denn da? Unbeständiges Spinnentier. Beschwöre Spinnen, die deinen Feind jagen, in seiner Nähe explodieren, 100% magischen Schaden verursachen. Zeugt einen giftigen Rauch, der 20% magischen Schaden alle 0,8 Sekunden verursacht und Gegner um 25% verlangsamt. Und bis zu dreimal erneut gezaubert werden, okay? Wo finde ich das denn? Da, hier. Beständiges Spinnentier. Unbeständiges, Entschuldigung. Ich würde sagen, ich gehe auf der Seite hier raus. Da steht mich schon mein Pferd. Und dann probieren wir das mal aus hier. Cool. 20 Schuppen, ja, da geht noch ein bisschen was. Ja, jetzt hauen wir alle daneben, oder was? Nicht das Inventar. Sie haben mich auf Tab gedrückt anstatt auf Q. Oh, die Kreatur hat 100. Die hole ich mir. Die will ich auch saugen. Den Schuppen. Ach, sehr cool. Weg. Oh oh. Beeilen. Gute Sens voll. Gute Sensen sind voll. Ja komm, weg mit dem. Weg mit den Pflanzenfasern. So, zurück zum Pferd und dann raus hier. Irgendwie ab nach Hause. Gib Gas, gib Gas. So, erstmal hier einen Schatten parken. Lauerhallen, Geistkristall.
Durchgangs zur Straße folgen. Südwestlich. Müssen wir da hoffentlich ankommen, ohne irgendwie vom Pferd gehauen zu werden ständig. Wow. Vorsicht, Vorsicht. Muss ich lang? Ne, hier muss ich noch vorbei. Vorbei, da vorbei und dann hier links wieder hoch. Sehr schön. Ab nach Hause. So, dann gehen wir mal gucken, ob ich die neue Rüstung schon zusammenbauen kann. Ich glaube, ich muss da lang. Morgendorn Leggings. Ja, guck mal. Drei Teile könnte ich davon schon bauen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Schuppenkram. Ups. Geistgarn. Ach Gott. Geistgarn. Sechsmal. Wie kann ich das denn bauen? Geistpilze und Baumwollgarn. Ja, 16 Stück habe ich. Baumwollgarn. Schmeiß mal ruhig rein da. Zwei kriege ich dann nur, ne? Plus das eine Knäuel hier. Oh Mann. Kommt noch richtig viel Arbeit auf mich zu. Kann ich auch das Leder erstmal hier lassen. Ja komm, Seidenraupe. Tue ich hier einfach mal mit rein. Ist das? 134. Brauche ich Geißelsteine zum Reparieren. Die sind so teuer gerade. Beziehungsweise es dauert ewig, bis man den Kram endlich mal fertig kriegt. Ich glaube, der Geistkristall, den musste ich hier in die Mühle mit reinschmeißen. Da später, ja. Gehen wir ihn mal rein hier. Rezept fehlt mir aber noch. Makellose Haut habe ich. Diener sind auch losgeschickt. Den können wir nochmal auffüllen. Bisschen Zenzen zusammenquetschen hier. Oh. Herzen wegpacken. Wir haben jetzt hier nur noch makellosen Smaragd, okay, und noch ein bisschen Chitin und Fischöl. Makelloser Smaragd. Guck mal, bauen wir mal für die linke Seite. Er ist auch voll, ne? Nur die guten mal hier rein. So, Fischöl und Chitin kommt jetzt noch weg. Goldkette kommt weg und dann gehen wir wieder schlummern. Meine Güte, das dauert jetzt. Geistpilze brauche ich ganz viel und Chitin. Dann würde ich sagen, die nächste Zeit bin ich dann erstmal ohne euch unterwegs, hole ein paar Ressourcen ran. So, mal gucken, wer wäre denn der Nächste?
Vollroth, der Seelennehmer. Ein verrückter Kultist, der behauptet, das Gefäß seines enthaupteten Pferdes Vollroth, der Seelenhammer zu sein. Er behauptet auch, dass seine Klinge ihre Opfer direkt in die Hölle bringen, um eine höllische Macht zu ernähren oder zu befeuern. Ob seine Behauptungen wahr sind oder nicht, die Liste an Opfern ist unbestreitbar. Todesfee, Spektralstaub, Phantomschleier. Oh, mehr Gesundheit. Sonne, Knoblauch, Silber, Feuer und Heiligwiderstand sogar auch. Cool. Auch wieder leicht nordöstlich von hier, ne? Ja, ich vermute mal auch hier im verfluchten Wald. So, ich gehe in die Profe. Und dann gehe ich auf jeden Fall nochmal in den verfluchten Wald. Ressourcen farmen, bessere Rüstung holen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.